Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Airborne Kingdom. Ja, zweiter Anlauf ist für diese Aufnahme. Ich habe wieder Probleme gehabt mit der Synchronisierung, mit der Cloud-Synchronisierung von Steam. Dann war die Anmeldung bei Steam selber nicht mehr möglich. Mittlerweile funktioniert das wieder, aber irgendwie will er hier mit der Cloud immer noch nicht zusammenarbeiten. Obwohl mir Steam meldet irgendwie, wenn ich das Spiel irgendwie also aufrufe, hier in der Bibliothek. Cloud-Synchronisierung, alles in Ordnung. Sobald ich das Spiel aber starten will, bekomme ich eine Fehlermeldung, also dass das mit der Synchronisierung wohl nicht klappt. Die habe ich jetzt kurzerhand abgeschaltet. Gott sei Dank werden die Spielstände wohl hier auch lokal gespeichert, so dass ich da nichts verloren habe. Außer natürlich jetzt die Zeit, die ich da jetzt vorhin versucht habe, irgendwie aufzunehmen, was dann so irgendwann nicht mehr funktioniert, wegen Synchronisation und so weiter und so fort. Gut. Heute sind erschwerte Bedingungen vollkommen egal. Wir machen weiter. Das heißt, erstmal hier den hier und dann den hier. Und dann müssen wir uns, dadurch, dass wir hier neue Leute haben, uns um Wohnraum kümmern. Die sind zwar alle noch am Jubeln, aber ich glaube, das wird so nicht bleiben. Wohnraum. Das heißt, ich muss erstmal Wege bauen. Wir brauchen Wege. Hier habe ich denn genügend Holz? Das sieht gut aus. Weg. So, dann würde ich sagen, einmal da so. Hier so. Da angedutzt. Da so. In die Ecke. Und diese Geschichte. Das gleiche machen wir natürlich hier. So. Zack. Zack. Moment. Drehen. Drehen, drehen, drehen. Bis dahin und dann hier rein. Dann haben wir da den Connect. Sehr gut. Ich lerne immer noch auch hier die Steuerung mit der Maus bezüglich Bewegung der Kamera und so. Das klappt man nicht ganz so, wie ich das mir so vorstelle. So, die Wege sind glücklich fertiggestellt. Jetzt ist die Frage, wie sieht es denn hier überhaupt jetzt mit dem Bau von den Wohnblöcken aus? Moment, das muss ich den drehen. In diese Richtung. So. Keine Neigungsprobleme. 2 zurück, 0 nach rechts. Nee, 2 zurück. Rechts wäre, da wäre jetzt einer zurück. Wo muss ich den hinsetzen, damit er 0 zurück ist? Das ist ja komisch. Selbst wenn ich den hier hinsetzen würde, das würde ja sogar gar noch gehen. Da würde hier nicht meckern, der Bewohner. Ach, hier wäre ein zurück, immerhin. Doch so eine starke Neigung. Also ein zurück verstehe ich. Wenn jetzt hier hinten ist, dass der dann in diese Richtung sich sozusagen bewegt. Ein zurück und einer vorne wäre dann so. Das ist ja heftig. Obwohl wir hier ja eigentlich schon vorne sind, also oder sagen wir mal zumindest relativ weit vorne. Ne? Also selbst hier ist immer noch ein zurück. Ne, weiter vorne geht's ja eigentlich. Das ist ja sehr seltsam. Das ist ja weird. Okay, dann würde ich sagen, Moment, drehen. Kannst du nicht mal? Also okay, alles klar. Drehen hat geklappt. Dann würde ich sagen hier. 2 hinten, dann haben wir wieder so ein Doppelwohnblock. Die ziehen die ja relativ schnell hoch. Und das gleiche Spielchen machen wir hier an der Stelle. So, Moment. Man jubelt immer noch. 6 Einwohner haben kein Zuhause. Ja gut, die sind jetzt noch nicht fertiggestellt, die Räumlichkeiten hier. 5. Haben 4 müssen noch versorgt werden. Ja, gut. Ich lasse da mit mir reden. Das ist immer einer, ne? Das heißt jetzt, Moment, Augenblick, das ist richtig so. Ich kann hier hin. 4, das heißt, jetzt wären es noch 3. Oh, ja. Gerne. Ich gehe auch hier mal erstmal auf Pause.
Okay, wir sind wieder ein Stückchen weiter. Sorry, das war das Mikro. Voll mit meinem Ellenbogen dagegen gedunnert. Ist alles ein bisschen eng hier. Erhöht Kohlekapazität um 100%. Erforscht in 16 Stunden. Das Ding habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist mir irgendwie durchgegangen. Das machen wir auf jeden Fall. So, okay. Raus da. Ich hatte dort noch ein weiteres Gebäude in Auftrag gegeben. Das macht hier natürlich auch. Wir haben kein Holz. Wir haben kein Holz mehr. Das ist schlecht. Das ist schlecht, weil hier ist Holz. Moment. Einmal hier bitte. Wie viel kann ich entbehren? 3. Ach doch. Obwohl ich doch so viele Leute hier irgendwie jetzt rumexistieren habe, wie nur 3? Hat nicht mehr viel Flieger. Normalerweise müssten doch da irgendwie, weiß ich nicht, in dem Hangar die Menge Flugzeuge noch vorrätig sein. Waren das nicht 8 oder so? Ich muss das mal kontrollieren, weil nächster Gelegenheit. Wald leer? Was? War da so viel? Ist das alles hin? Oha. Die hauen jetzt aber zu. Respekt. Es sind 33 Holz jetzt hier. Ja, also 33 Einheiten Holz oder 33 Holzstämme. Die Zeit ist, wie es will, letzten Endes. So. Wir müssen hier noch ein weiteres, einen weiteren Wohnblock hinsetzen. Rotier. So, einer passt hier auf jeden Fall hin. Jetzt habe ich natürlich mit der ganzen Aufregung mit Holz und so nicht mehr die Übersicht. Wie viel brauchen wir denn jetzt noch? 2. Ja, das sollte zu schaffen sein. 2. Wo setze ich die jetzt am schlechtesten hin? Ich würde sagen, einfach hier daneben. Machen wir das einfach so. Jeweils ein noch dazu. Moment. So. Hier ein Wohnblock hin. Ja, ich habe jetzt kurz überlegt, vielleicht den doch noch ein bisschen weiter zu verrücken. Aber man kann die ja nachträglich verschieben. Vielleicht sollte ich das so machen, dass dann ein Weg entstehen kann. Ich mach das mal so. Mal, dass ich den. Habe ich den jetzt hier richtig gesetzt? Ich hoffe ja. So, eingangstechnisch. Sieht gut aus. Ja, eindeutig. Kann ich den ein bisschen moven? Das geht. Dann, warte. So war er erst. Na. Und so will ich ihn jetzt haben. Ja, gut, dann machen wir das so. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Wasser. Wäre, glaube ich, nicht verkehrt, wenn wir uns mal so ein bisschen um Wasser kümmern würden hier. Das heißt, ich muss hier hin. Und wie sieht es mit Nahrung aus? Geht noch, ist aber auch so langsam. Ja, ich glaube, hier wieder müssten wir ein bisschen nachgetankt werden. Das wäre nicht verkehrt. Letzten Endes brauchen wir auch wieder ein bisschen mehr Holz. Ne? Das ist im Augenblick nur so eine kleine Verbesserung gewesen, da mit ein paar Baumstämmen. So. Wasser. Hm. Dann mal los. 5, 6, 7. Ah, okay. Alles klar. Du bleibst schön hier. Ne? Also nicht weiter fliegen. Wir müssen Wasser tanken. Schließlich haben wir jetzt ein paar Leute mehr zu versorgen. So. Ach ja. Bei der Gelegenheit. Solange die da noch mit Tanken und so beschäftigt sind. Weg. Na. So, einmal hier Weg. Einmal. Was ist denn los?
wollte der gerade nicht. Hier Weg und einmal da Weg. Ja, das sieht einigermaßen gut aus. Ich weiß nicht, irgendwie ist das hier nicht mehr so ganz synchron. Ihr wisst, was ich meine. Symmetrisch. Synchron. Ich hätte schon Unsinn. Symmetrisch. Die Symmetrie ist ein wenig abhanden gekommen. Mein innerer Monk ist am Meckern. Was ich vielleicht jetzt mal so langsam machen möchte, würde, ist hier so ein Lagerhaus hinzusetzen. Ist das eine gute Idee? Geht das? Sehr schön. Jetzt sind wir wieder 0 Grad nach vorne, hinten, rechts, links und so weiter. Das ist cool. Und jetzt sind wir wieder im Gleichgewicht. Finde ich sehr, sehr schön. So. Okay. Läuft. Wasser ist voll. Cool. Dann wäre vielleicht Nahrung eins so der nächsten Punkte auf meiner Liste. Was ist das hier? Kohlevorkommen. Sollten wir aufstocken. Sollten wir aufstocken. 5. Moment. Nicht genügend Flieger im Hangar. Achso, die sind immer noch wegen Wasser oder so. Ne? Ganz schnell auf 0. Und hier ganz schnell auf Maximum. Und bitte hier bleiben, nicht weiter fliegen. Und dann werden wir mal ein bisschen Kohle bunkern. Bei der Gelegenheit. So. Wie sieht's mit Nahrung aus? Ist das da dicht oder was? Oder ist das Lehm? Ich kann das nicht so auseinanderhalten. Lehm wäre jetzt erstmal uninteressant. Dickicht wäre sehr willkommen. Gebe ich offen zu. Ich würde Dickicht sehr bevorzugen. So, Kohle ist voll. Naja, die sind ja mit der Forschung noch beschäftigt. Kohle ist voll. Dann Flieger bitte abziehen. Was ist hier? Dickicht. Nix wie hin. Dickicht will ich. Braucht Nahrung. Ohne Ende. Können die da schon hin? Die können da schon hin. So, okay. Wasser ist auf Maximum, Kohle ist auf Maximum. Ja gut, Wasser jetzt nicht mehr so ganz, aber immer noch sehr hoch. Hoch genug, auf jeden Fall. Dann nahrungstechnisch, wie sieht es damit jetzt aus? 29 aktuell, 55 ist maximal drin. Die Kollegen machen da wieder ihre Kapriolen. 40, 44, 47, hört sich gut an. 50, noch besser. Noch einmal runter. Kann ja schon mal 2 oder 3 oder so abziehen. Weil, denk mal, ja, Dickicht leer. Gut. Hat sich erledigt mit Dickicht. Ja. Damit ist erstmal Wasser und Nahrung wieder gegeben. Holz ist ein anderes Thema. Das sehe ich so erstmal nicht. Hier ist kein Holz, aber hier ist Holz. Einmal bitte dahin fliegen. Wir brauchen dringend Holz. Irgendwie ist man in diesem Spiel in der erster Linie damit beschäftigt, so irgendwie so die Grundversorgung aufzuerhalten. Immer mal wieder zumindest. Bevor man sich überhaupt um andere Dinge kümmern kann. Aber nun gut, es ist halt so. Es ist halt so. Eine Ruine zu finden, sowas da wäre nett. Ich weiß nur nicht, ob wir da noch irgendwelche Dinge finden können, die wir dann da in dem Ort veräußern können, damit wir beispielsweise eine Möglichkeit finden für uns, um den Antrieb ein bisschen zu verbessern. Ja, also das Ding hier, das schleicht da mehr durch die Luft, als dass es fliegt. Auch wenn das hier mit dem Auftrieb so einigermaßen funktioniert. So, nochmal einzusehen. Na klar. Ich habe natürlich nicht dran gedacht. Aber wir meinen, das wäre erst 40 gewesen. Jetzt sind wir 65. Ich habe natürlich nicht dran gedacht zu gucken, hier mit den beiden flatternden Dingern, wie es denn da vorher war. Als ich nur ein Flügel hatte. Wald.
6. 7. Okay. Ich mach mal was. So. Aber immerhin, da hat sich ein bisschen was getan. Da sind wir jetzt besser beieinander als vorher. So, das heißt, unser Holzvorrat verbessert sich gleich wieder ein wenig. Haben wir schon mal 25, 28, gut, über 30. Uiuiui. Sehr cool. Ja, die sollen mal alles da, was sie irgendwie finden, sollen sie mal einsammeln. Das wäre nicht verkehrt. 7 verbleibend. Ungefähr 3 pro Flur. Okay. 1 verbleibend. Und damit ist der Wald leer. Sehr cool. Wie viel haben wir jetzt? 38. Da kommt vielleicht noch ein bisschen was. Wir düsen mal hier in Richtung Ruine. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir da schon waren. 47, 48. Kann sich sehen lassen. Bin mir zufrieden. So, war das hier mit der Ruine? Geht da noch irgendwas? Oder ist Relikte gefunden? Ah ja. Okay, also da ist nichts mehr zu holen. Leider, leider. Das sind unsere Verbündete. Das ist natürlich die Frage, wohin jetzt? Ja, ich hatte ja schon mal bemängelt hier, ne, diese Karte, die ist an sich, ist die ja nicht schlecht. Aber diese Ressourcen, das wäre cool. Es wäre cool, wenn die Ressourcen angezeigt wären, würden. Eine schillernde Teiche, gut und schön, aber. So, achso, oh, Moment. Fataler Fehler, ich wollte mal ganz kurz mal schauen. Hier sind doch irgendwie, sollen doch da irgendwelche Wunder aufzuspüren sein. Da wird aber nichts angezeigt. Die müssen wir dann mehr oder weniger durch Zufall finden oder so. Cool, dann wäre vielleicht jetzt hier der Bereich, das ist der nächste, den wir anfliegen sollten. Ich denke, dass das eine durchaus dankenswerte Aufgabe wäre, dahin zu fliegen. Und dann versuchen wir das mal. Ich denke mal, da müssten wir ungefähr so in diese Richtung uns begeben. Moment. Wie sieht das aus? Das sieht gut aus. Diesmal habe ich auch die richtige Markierung im Blick gehabt. Ich versuche es mal hier mit der dreifachen Geschwindigkeit. Das ist schwer, was los geht. Die sind da unten schon am Rumdüsen da. Ja, die haben jetzt ihren eigenen Flughafen. So, 24, davon sind 12 untätig. Wir haben Essen, wir haben Nahrung, wir haben immer noch ein bisschen Kohle. Wir haben einiges an Holz. Ja, dann sollten wir den Ort auf jeden Fall erreichen können. Da ist irgendeine Siedlung. Glaube ich. Obwohl, ich will nicht unbedingt neue Leute im Augenblick rekrutieren. Eine Ruine wäre wesentlich interessanter. Wenn ich das gucken, muss mal an, was das ist, ob das Quarz ist oder was auch immer. Falls da packen wir ein bisschen Quarz rein. Schade, kann es nicht. Aber eine Ruine sehe ich hier so auf den ersten Blick erstmal nicht. Jelcham. So, ich bin mal hier auf Normalgeschwindigkeit. Das ist ein Unterschied. Meine Herren. Gemächlich schreiten wir voran. Stadtzentrum verbessert. Erhöht Kohlekapazität um 100%. Das ist schon mal schön. Wird das auch schon direkt angezeigt? Jo, wird. Glaube ich. Ja doch.
So, sehr cool. 65 Stunden, meine Güte, nee. Umschüsse, Vorstunden 16. Ja. Fragen über Fragen, was mache ich denn als nächstes? Fliegerzahl auf 8 erhöhen. Ist das so dringend erforderlich? Lagerung. Wassertürme können bis auf 2 Etagen gestapelt werden. Erzeugt gleich viel Lagerraum, aber für weniger Ressourcen und weniger Fläche. Das gleiche gilt dann auch für den Nahrungsspeicher, ne? 16 Stunden. Moment, ich guck mal noch, ob wir noch irgendwo noch was anderes machen könnten. Ja, das ist gut, aber das drückt im Augenblick nicht so. Andere Sachen haben wir noch nicht. Ich glaube, wir machen das hier mal. 16 Stunden. Das ist, glaube ich, keine schlechte Geschichte. Und dann schaue ich doch mal, was das hier sein soll. Quarzmine. Ja, ich lasse da mal 5 Leute mal da runterdüsen. Dann könnte ich schon mal ein bisschen Quarz einsammeln. Auch wenn ich hier noch keine Produktionsstätte habe, um daraus Glas zu machen. Aber was nicht ist, kann ja werden. So, ja. Das war's dann auf jeden Fall erstmal für diese Folge. Das heißt aber, in der nächsten Folge werden wir hier mit der Ausbeutung der Quarzmine weitermachen. Und mal ein bisschen näher ran hier an unseren Vogel. So. Mit der Ausbeutung hier der Quarzmine weitermachen. Dann werden wir uns hier in dieser Gegend mal so ein bisschen umgucken, was es da so alles zu entdecken gibt. Vielleicht haben wir hier die Möglichkeit, weitere Verbündete zu gewinnen. Wir schauen mal, was hier so machbar ist. Aber wie gesagt, erst ab der nächsten Folge. Ich danke für euer Dabeisein hier bis hierhin. Freut mich natürlich, wenn ihr dann in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles, alles Gute. Und genießt die Zeit.